Naja. Das gefällt mir nicht. Jo, Wildocard, auch eine schöne gute Nacht. Na. Wildocard, ja. Das zockt bestimmt aus Star Trek Online her. Ja, jetzt aber. Aber irgendwas wollte ich noch erzählen. So, was war das jetzt? Schneiden Sie Gras, pressen, wickeln und vielleicht ballen, alles klar. Ja, toll. Und was ist das andere wieder? Genau, Sie haben keinen Wender dabei. Was ist das denn jetzt? Blödes Wichsteil, Alter. Echt jetzt? Dann schmeißt du mir in die Paletten rum. Scheiße. Krass. Echt? Was soll das denn, Alter? Vielleicht kann er nur 3 Paletten laden statt 4. Wegen dem Gewicht. Ihr habt da schon 15 drauf gehabt. Ich glaube, das war eine Fehlinvestition in diesem blöden Gabelstapler. Jetzt werfe ich das, oh Mann, ich bin so lost, Alter. Ja, am besten mit der Kettensäge. Denicia. So. Ach, der hat sogar einen Wender drin. Alles klar. Verkaufen wir das Ding da wieder. Das sah so aus wie so ein... €6.000 einfach mal gerade aus dem Fenster geschmissen. Ich habe einen Gabelstapler gekauft, den ich gleich wieder verkaufe wahrscheinlich. Oh, Alter, wieder so auf den Sack gehen. Alter, wir haben ja gestern Abend noch, so wollte man noch eine Runde ETS2 fahren und Fanta wollte dazukommen. Das Komische ist, bei allen anderen, wie gesagt, wir haben ja nur einen Mod im Gebrauch gehabt. Bei allen anderen hat es vollkommen gut funktioniert. Nur bei Fanta wieder nicht, ne? Nee. Warum auch immer. Ja, aber das ist typisch Fanta. Nee. Der hat so eine klebrige Tastatur. Nee, kannst du wieder. Weiß gar nicht, was du mit dem Stapler immer alles machst. Ja, stimmt, hat er so viele Steuerknüppel. Ja, ja. Steuerknüppel, genau das. Noch was. Na komm, nur der Laube. Nee, und zwar ich glaube ich mal, dass das, wie gesagt, wieder mit Verbindung wirklich irgendwie an SCS liegt, ey. Also die, wo man gestern... Das liegt an Fanta. Fanta ist dann immer so, weißt du, er spielt mit dir, er wurde ja auch schon von einigen Servern einfach runtergeschmissen, weil er dann sich Geschichten ausdenkt, warum das nicht funktioniert, weil er keine Zeit hat, weil seine Frau gesagt hat, ey, heute darfst du nicht mehr spielen. Und dann ist das so und er sagt dann einfach so, nee, ey, ich habe mich verabredet, bitte Schatz. Und dann so, nein, ey, bei mir geht das nicht, der Mod funktioniert nicht so. Naja, nee, das
Das kannst du bringen, da. Naja, aber es ist wirklich so, das liegt wirklich an der anderen. Ja, das ist wirklich so, das weiß ich. Ja, gut, dass sich keiner mag. Schatz, bitte, nur noch eine Stunde. Ich will nur in dem LKW kurz fahren. Nein! Es sei denn, mit der Hand. Du willst doch wieder nur an den Bordsteinschwalben vorbei. Oh Mann. Fanta nimmt das Sub zurück. Tut mir leid, Fanta. Vor allem, was mich dann wundert, wir haben dann den Server da so eingerichtet und er kriegt dann als Antwort von dem Spiel, weil er auch die Standardkarte hat. Wie gesagt, das wird jetzt nicht funktionieren. Ja, die Karte ist, sei nicht komplett. Ja, ich denke mir einfach, was geht denn bei denen ab, ey? Also. Was? Habe ich nicht verstanden. Die Karte, worauf wir fahren, ja. Ja. Die sei nicht komplett, weil es die Standardkarte von der SCS ist. Quasi, ja. SCS. Ja, SCS ist die. Schweizer. Nein. Nein, das sind SCS. Die. SCS. Das sind die Entwickler von dem Eurotruck Simulator. Ach so. Und die kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Ich verstehe es nicht, ey. Und dann sollst du da noch einen Server mieten. Sag dir eins, wenn Fantas Frau bei SCS anruft, dass jemand da zu viel spielt, wird SCS da einen Teufel tun, um das nicht zu verändern. Eieiei. Verdammt, Honig muss ich ja woanders verkaufen, fällt mir was ein, ne? Ja, bei mir oben. Stapel ich noch höher? Ne? Ich gebe da, wollen wir hier auch noch. Ich geb da 5000 für die Paletten. Kannst mir 5000 geben, damit ich mit dir hier rede? 5000 Klatschala. Ach, du liebe Güte. 1000 schicke ich dir noch nicht mal benutzte Unterwäsche, Alter. Ja, ja. Ja, so gelbe Schlipper, ja. Gelb. Der ist angetrocknet, Alter. Ach, ja. Oh, jetzt kommt er aber tief. Ah, tief anlegen, ja. Fällt mir gerade ein, kennt ihr? Mögt ihr Tuning? Es gibt so ein Mercedes MB T1 auch 100 oder irgendwie sowas. So. Der heißt auch irgendwie T1. Alter, der ist aber jetzt ordentlich tiefgelegt, ne? Ja. Haben die geil gemacht. Wenn er voll ist, ist er voll. Ja. Du testest ja gern. Ja, tiefer legen. Auf jeden Fall. Sie machten jetzt die Klappe nicht zu. Achso, weil ich in dem falschen Fahrzeug bin. Können das Fahrzeug? Nee, können das Fahrzeug. Oh. Lassen wir die Seitenklappen offen oder versuchen wir die mal zu schließen? Ja. Mal auf. Ja. Morgen! Ja, dass er gleich springt. So, da jetzt hinzufahren. Ohne umzukippen. Der ist gut tief gekommen, Alter. Gefällt mir. Auf jeden Fall gibt es so einen geilen. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Wo das war, irgendwo in Berlin bei einem Treffen stand. So ein geiler Pritschenwagen. So geil tiefer gelegt. Das sah so cool aus. Oh, schafft das so? Komm. Das
Zeit, aber noch viel Honig. Aber, na, die produzieren viel. Deswegen habe ich auch nur auf meiner anderen Farm vier Bienenhäuser. Weil würde ich auf dem anderen Feld nochmal vier machen, dann kann ich da gleich den Autolot wirklich holen, ne? Und da hinstellen. Verweitungszone. Ja, Mann. Bitte kommst du in die Croissants? Weil da hinten liegen ja noch 6 Seelen. Nee, die muss ich nachmachen, weil die so vorhin so viel gekocht haben. Jo. Alter. So, und heute will ich das auf jeden Fall mal ausprobieren mit Spotify, was du da hast. Ja, das ist. Das ist so eine geile Sache. Das hat heute auch gut geklappt mit ganz witzigen Liedern. Ja, das, was ich gehört habe, fand ich auf jeden Fall Erinnerung. Da kamen Erinnerungen hoch. Weil mein damals von meinem Opa, der war ja so ein oder Stiefopa, Gatteverein. Kurz vor. Zum Verein? Ja, so ein Gatteverein. So war, oh Gott, da waren gerade Verein. Schrebergarten. Genau. Ja. Und die haben alljährlich so auf Sommerfest gehabt. Und daher habe ich die meisten Lieder halt schon gekannt, aber ey. Am Ende war immer Stress. Ja, im Garten, kein Geil, der ist immer Stress, so weißt du. Wenn der Olaf hier von der Sibylle die Hecke geschert hat, dann ist er vorbei. Freut sich nur welche Hecke, ne? Oder wenn der Manni da Vögel beobachtet hat. Ne? Oder wenn hier bei Gudrun die Kinder mal zu laut waren. Doch. Ah ja. Ich glaube mal schon meine, wie ab durch die Hecke der Film entstanden worden ist. Ach, was ist denn heute wieder mit diesem Tempomat los? Kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal schmeißt er mich da raus. So.
Hört ihr was richtig Schlimmes, Chat? Ich hab was gefunden. Das ist nicht. Käse-Sahnetorte, ja? Was? Käse-Sahnetorte. Eine Nuss-Sahne-Marzipan-Torte und ein Stück von gestern, was noch über ist. Das kann ich dann nicht wegschmeißen. Boah, das macht mich neidisch mit dem Kuchen, ey. Da komme ich wieder voll in die Versuchung. Das er hier so hinschnallen. Boah, lecker. Walnuss? Mm. Oh, lecker. Ja, jetzt hast du mich echt. Jetzt hast du mich an den Eiern. Ich mag nämlich das total. Das höre ich öfter. Muss ich mal hinten anstellen. Benjamin, moin. Mike, moin. Schön, dass ihr da seid. Ich schmeiß dich gleich raus, Alter. Guten Morgen, lieber Chat. Dieser Assi hier ist meine zweite Stimme. Ja, oder spenden. Was spenden? Meine Unterwäsche? Ah, leck mich an den Tisch. Alter Mann, ey. Moin Moin, mein Name ist Pavel, ich bin Staplerfahrer Klaus. Ach ne, ohne Klaus. Der Hundi. Ich habe deine Nachricht gelesen, Mike, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen kann. Das hatte ich dir aber. Mein lieber Face. Jawohl. Jawohl, gut gemacht, gut. Ach so, meinst du das? Nee, Videoexport. Bei sowas wie Sahne und so, das nehmen sie nicht mit. Die Tafeln und so nehmen sowas leider gar nicht mit. Das muss dann schon länger haltbar sein und so. Ah, da wird es ja Foodsharing auch nicht machen. Nee. Sowas nehmen die nicht mit. Kratzbeste. Trockenen Kuchen ja, aber Sahne nicht. Kratzbeste, ey. Ja. So muss die Welt leiden. Ich muss leiden hier wegen The Face. Na super, jetzt ist genau. Undi, undi, mau, mau. Jetzt muss ich mal was gucken. Ich weiß noch nicht genau, welche Ansicht richtig ist, um Stapler zu fahren. Sag mal, ist der Blurb, ist der besser als der Sound, ist das besser als das Soundboard? Erfahrungsgemäß, weil Dieser Blurb, ich hab das auch nur von, ich glaube, Tanzi mir abgeguckt. Der hatte den. Und ich glaube, bei Blurb musst du nicht vorher, ich glaube, bei dem einen musst du vorher auswählen, was du für Sounds haben willst. Oder? War das so? Genau, und genau. Und bei Blurb musst du das nicht machen, sondern da können die Leute sich einfach aussuchen aus dem kompletten Metier. Da kannst du nur eingeben, das gibt's für, keine Ahnung, 100 Bits oder was weiß ich was. Oder für 1000 oder je nachdem. Ja, genau. Oder für 50, glaube ich, und aber ich bin mir. Verkauft ihr Torten überhaupt noch? Noch aktuell ja. Wenn ich nachher alleine bin, werde ich komplett die Sahneproduktion und Tortenproduktion
einstellen, weil ich da gar keinen Bock drauf habe. Ich hasse das. Aber noch habe ich den Konditor und noch werden sie angeboten und verkauft. Ja. Jeden Tag gibt es eine Torte oder eine Sahne, Rolle oder okay, sowas im Verkauf. Mann, jetzt ist diese scheiß Palette so schief da drauf. So, jetzt können wir nicht mal die Ballen pressen. Aber die Kirschstreifen, die macht er weiter, ne? Ja. Das wird weiter gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das dich wo gefragt habe. Christstollen auch, ne? Oder? Das. Ja, ja, klar. Okay. Oh, was wird weiter gemacht? Hasse nur. Ich mache auch Kuchen, Käsekuchen und so weiter, mache ich auch weiter. Ich hasse nur diese ganze filigrane Dekorationskacke. Und deswegen, das werde ich weglassen. Ich wollte das doch da hinschieben. Wieso reagiert er denn nicht auf meinen Befehl? Igelchen, ich hätte einen Wunsch. Igelchen. Was? Igelchen hat einen Wunsch? Nein, nein, ich hab gesagt, Igelchen, ich hätte einen Wunsch. Du hast einen Wunsch an Igelchen. Ja, hat sie vorhin auch schön gemacht. Ich frag's immer so schön wegen dem Lauge. Wir streiten so, es kommt Sarah vorbei. Aber der ist ja mega, ey. Sorry. So, dann wollen wir mal. Ich lass mich ab und zu vom Alexa wecken, ne? Und ich weiß nicht warum, aber ich werde mit so traurigen Liedern geweckt. Kennt ihr das Lied The Joker and the Queen oder sowas? Ich glaube, das ist von Ed Sheeran. Alter, das ist. Ich stehe auf und ich fange an zu weinen mit dem Lied. Okay. Weil es einfach so eine traurige Stimmung macht. Hi Tobi. Wieso ist die Lage als Wort geschützt? Gut soweit, danke. Ach verdammt, ich muss ja automatisch stehen bleiben, das ist ja so ein. Jetzt weiß ich auch, warum ich die beiden Presse da nicht mag. In Wirklichkeit mag die Ballenpresse dich nicht. Ja, ist so gepresst aus. Fängt langsam bei dir an wie bei Fanta. Oh, das funktioniert nicht. Ja, ja, genau. Die Frau sagt halt, die Fresse geschlafen. Auf zu spielen, voll. So. Nö, die schläft selber. Deswegen spiele ich hier noch bei der Arbeit. Och. Eigentlich. Ich kann sogar nicht anschalten. Geil.
Wenn du bei dem Stapler an die Rücklöchten mal dran guckst, dann siehst du, dass der richtig geile LED dran hat. LED-Vibratoren? Ja, auf jeden Fall. Je schneller es blinkt, desto schneller kommst du raus. Ich hab das wirklich verstanden. Was hast du denn gesagt, LED? LED-Vibratoren. Da habe ich gesagt, je schneller sie blinken, desto schneller kommst du. Vibrator mit Beleuchtung? Man versteht euch kaum. Und besser ist das. Die Musik vielleicht ein bisschen zu laut aufgedreht, Engelchen, aber danke für diese Information. Bin dir auf Ewigkeit dankbar. Ajo. Schon wie diese scheiß russische Kiste hier gleich wieder umkippt, ey. Jo, und der fällt gleich wieder weiter. Bleib stehen. Das war auch falsch. Was sind das denn für Meilensteine jetzt gerade? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Was Neues? Das freut mich. Müssen wir noch verbessern in der Backstube, dass das noch kommt, sodass ich das nicht so sehe und so. Ja, dass sie da irgendwas am Arbeiten sind, sowieso. Vor allem, wenn ein Moderator versucht zu raiden, alle gehen mit. Nur der Moderator, der den Raid eingeleitet hat, der bleibt doch im Channel. Der geht gar nicht mit. Das hatte ich nämlich gestern bei einem gehabt, der bei mir Moderator ist. Und das ist schon bei ihm in einem anderen Stream aufgefallen, dass es irgendwie nicht so funktioniert. Keine Ahnung, was das ist. Der soll sich ja auch da um deinen Stream kümmern und nicht da irgendwo rumraiden bei irgendwelchen Pool-Tussis da. Wie komme ich denn jetzt an die hintere Palette? Ah, okay. Die geben auch keine, die geben auch keine Meldungen raus, wenn sie down sind. Doch, auf Twitter. Twitch-Support, bla bla. Okay. Und hast du jetzt eigentlich einen neuen Freund mit Sniper-Boss auf Twitter? Nope. Ich habe aber ein cooles Bild, was ich für meinen Trailer nehme. Fanta? Oder? Nee, nee, das Bild, was mir doch Sniper Boss geschickt hat mit dem. Nein. Mit dem Berliner? Ja. Nein. War doch. War vorsichtig, sonst erleidet sich das gleiche wie der Berliner. Oh mein Gott. Also ich bin schon Assi, ne? Das ist richtig Assi. was soll ich machen? Passt schon. Nee, nichts, nee, verstehe ich. Also ich würde auch. Hauptsache Penis.